dran denkt. Da ich ja Kotflügel gebraucht habe für den Gebrauchtwagen, habe ich mir gedacht, naja. Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht's weiter mit dem Polo 9N. Und ich bin ja schon mal richtig angefangen und ich habe die Kotflügel runtergemacht, die Stoßstangen abgebaut, habe die Wasserkastenabdeckung rausgenommen. Der lief ja anfangs immer so ein bisschen, naja, haarig, ne? Auf dem dritten Zylinder Zündaussetzer im Fehlerspeicher gewesen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das gelöst habe, weil ich habe eine neue Zündspule eingebaut. Ob es das gebracht hat, weiß ich nicht. Ihr wisst, dritter Zylinder ist bei dem AZQ immer so ein Problem. Immer schon gewesen. Raucht der dritte Zylinder ab, ja, könnt ihr einen neuen Kopf kaufen. Das ist einfach so. Warum das so ist, ja, das weiß ich auch nicht. Da hat VW eine Fehlkonstruktion drin. Da lösen sich die Ventilschaftführungen. Die lösen sich da raus und dann geht das mit dem Öl los. Und dann verbraucht der Öl, dann haut er das auf den Cut, dann wird das zu heiß. Und all so ein Zirkus, das ist alles, ist alles nicht so super. Ne? Aber ich bin ja schon mal froh, dass er eine neue Kette gekriegt hat. Aber wie gesagt, wir müssen ja damit auch mal fertig werden. So, die Kotflügel. Die werden nicht wieder dran gebaut. Also ich habe ja das Kommentar gelesen mit der Sache, da gibt es ja Stücke, die man unten ansetzen kann, das weiß ich. So, aber wenn ich jetzt das wieder unten ansetze und hier und da und wie sieht denn das aus? Der Rest des Kotflügels sieht ja auch noch rostig aus im Radlauf. Also bringt das mir persönlich nichts. Und wenn ich das Ding zum Lackierer bringe, das schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Da kann ich besser zwei neue kaufen und die dann da anbauen und die dann lackieren lassen. Und dann bin ich damit schneller von weg, als wenn ich andere Sachen mache. Aber die Schweller, ne, die gucken wir uns speziell dann auch noch an. Die Querlenker habe ich entrostet. Die habe ich eingesprüht mit Brunox Epoxy. Und ich habe das jetzt gerade nicht hier, zeige ich euch dann gleich. Aber das geht dann auch erstmal noch. Ja, das geht ja nur darum, dass der beim TÜV nicht so scheiße aussieht. Das geht einfach nicht. Ne? Neue Bremsschläuche kriegt er noch vorne. Und die hinten, die lasse ich erst noch. Ja, lasse ausgehärtet sein, aber das ist eben so, wie es ist. Da gucken wir uns mal die Hinterachse noch mal an, ob die irgendwo noch rostig ist, dass man da irgendwie noch Handhaben anlegen muss oder müsste. Aber glaube ich aber auch nicht. Das lassen wir auch so. Und wie gesagt, Schweller, da muss leider geschweißt werden. Aber ich habe auch keine Lust, einen kompletten Schweller zu kaufen, nur weil vorne die Endspitzen abgerostet sind. Die müssen wir natürlich nachbauen und dementsprechend dann natürlich auch wieder voneinander bringen. Ja, wie gesagt, das machen wir auch. Und den Wasserkasten sauber. Ja, ich habe ja schon mal ein Video gemacht über einen 9N Wischermotor. Müsst ihr euch mal raussuchen aus der Liste. Da ist auch der Wischer, also der ganze Wasserkasten auch abgegangen, ne? Also abgebaut worden. Und da könnt ihr das dann auch entsprechend dann euch ansehen, wie das dann abgebaut wird. Ich zeige euch dann aber auch gleich nachher noch, wie, wo, welche Schraube und so ein Zirkus. Ja, das erklärt sich eigentlich alles von selber, wenn man da so ein bisschen drauf guckt. Und der Wasserkasten, der ist total zugedreckt und zugeschmuggelt. Also da sind selbst die Wasserabläufe zu. Und da fängt die Gefährlichkeit an. Wenn die Wasserabläufe zu sind und auf jeden Fall, ja, unterm Auto, da lag eben halt der ganze Dreck. Ja, wieder für, keine Ahnung, 5 Pfund, keine Ahnung, für einen Blumentopf oder so. Das ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die da alle so machen. Keine Ahnung. Ich hatte gerade eben auch schon wieder einen Kunden gehabt, der kam mit einem Kostenvorschlag aus einer Fremdwerkstatt und wegen Federbeinlager und Radlager und alles und hier und da. Die wollten ihm eine neue Federbeinlager einbauen, aber ja, wir werden dann mal in eine Werkstatt gehen und werden dann mal weiter gucken, wie da Ansage ist. Und ich würde sagen, ich trinke meinen Kaffee leer. Bis gleich. So Freunde, ich wollte euch ja mal zeigen, wie sieht das da aus. Wie es eben halt aussieht, ne? Nach so fast 20 Jahren. Hier ist alles voll mit Dreck, ne? Das seht ihr hier, ne? Alles lecker voll. Bis oben hin, ne? Bis in die Ecke da oben, alles voll. Das ist ja kein riesiger Wasserkasten. Hier läuft auch kein Wasser mehr lang. Das ist auch alles zu. Und hier ist auch alles zugeschmockt.
und darunter wahrscheinlich auch. Und natürlich habt ihr dann hier oberhalb, hier ist der Wasserablauf, ne? Da läuft dann noch so ein Leitungssatz vorher, ja, und dann ist der zu. Dann ist der zu und sieht so aus. Das ist schlecht, ja, und hier seht ihr, wie der Schweller aussieht, nämlich total beschissen, ne? Ja, leider. Leider sieht er so aus, wie er aussieht. Das müssen wir jetzt neu nachbilden, neu nachformen. Und dann ist das gut, der ist bis dahin durch, also schon gut durchgerostet. Tja, was will man machen? Es ist eben so, wie es ist. Ja, gleiches Spiel auf dieser Seite, ne? Auch alles durchgerostet, bis hinten hin. Tja, was will man machen? Ja, ihr seht's, ne? Tobi seht hier auch. So, Tobi begutachtet hiermit. Ja, auf jeden Fall da, so sollte das aussehen, ne? So sollte das aussehen. So tut's aber nicht aussehen. Und das ist eben halt das Schlechte. Hier seht ihr den behandelten Querlenker. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Kann man so lassen. Ja, ich würde sagen, ja, ein bisschen Farbe dran und dann sieht das auch schon wieder recht okay aus, sag ich mal. So, Freunde, manchmal kommt alles anders, als man denkt. Da ich ja Kotflügel gebraucht habe für den Gebrauchtwagen, habe ich mir gedacht, naja, wir haben ja das gleiche Auto. Ne? Wir haben ja das gleiche Auto. Und ihr seht, da sind die Kotflügel schon mal dran, weil ich da unten eben halt die Maße brauche von dem Kotflügel, dass ich den neuen Schweller bauen kann. Ja, wo kriegt man denn so schnell silberne Kotflügel her und günstig möglichst? Ja, dann haben wir unser Auto genommen und haben von unserem Auto die Kotflügel hier jetzt drauf gemacht. So, und naja, die sehen ja auch nicht mehr ganz so toll aus, aber gegenüber Neuteile, was für dieses Auto natürlich den Rahmen sprengen würde, ne, ist klar, haben wir gesagt, oh, pff, wir nehmen einfach Kotflügel von unserem, bauen die hier ab. Da wir hier sowieso mal so ein bisschen renovieren wollten, sag ich mal so, dass der auch noch ein bisschen länger bleibt. Ja, haben wir uns gedacht, bauen wir hier die Kotflügel ab. Und seht da, da ist schon mal so ein Stopfen, der nicht mehr so da ist, wie er sein soll. Den werden wir austauschen, natürlich dann auch versiegeln. Und da sieht das dann dementsprechend auch schlecht aus. Gerade hier unten, diese Falz, wo der Kotflügel aufliegt. Das ist hier immer so ein Ding, wo eine Rostkante ist, egal ob das Golf ist oder ob das Polo ist oder sonstige. Diese Auflagefläche hier ist immer rostig. Ja, und dementsprechend ist das dann natürlich auch hier am Schwellereingang rostig, weil da immer Feuchtigkeit steht und auch immer Dreck, ne, ist klar. Das habe ich ja schon mal behandelt gehabt, aber eben halt, ihr seht es, dass das ja sehr rostig aussieht. Und das soll ja auch noch ein bisschen länger halten. Ja, und die Überraschung hatte ich natürlich auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite ist natürlich auch der Kotflügel ab. Und ihr seht, hier überall sammelt sich der Dreck, also überall, wo nur Dreck sammeln kann, sammelt sich der Dreck. Das ist eben so. Hier kommt schon von einem Ahornbaum schon ein Blättchen durch. Ja, so ist das eben in den Hohlräumen. Da kommt einiges durch. Ja, auch hier, ne, seht ihr selber, da ist dieser Stopfen auch weg. So, hier kommt jetzt schön an Scharnieren ran. Das zu fetten, dass das hier eben halt nicht so aussieht wie jetzt hier, dass das rumgammelt, das werden wir auch behandeln. Aber, da habe ich ein dunkles Loch gefunden. Tja, da war er durch, da war nichts mehr zu retten, das ist eben so. Aber ich wusste ja schon, dass die Ecke hier weg ist, dass das hier schon abgerostet ist. Ja, und hier muss dann natürlich entsprechend behandelt werden und muss natürlich auch gleich zugeschweißt werden. Weil wenn man sieht, wenn man da so reinguckt, ne, da ist also, ja, ich sag mal, ja, sieht nicht schön aus. Auf jeden Fall so könnt ihr nichts sehen, nicht viel, sage ich mal so. So, warte mal. Tobi, was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee gewesen? Tobi ist da nicht so ganz einverstanden mit, habe ich so das Gefühl. So, ihr seht da jetzt, ne,
Da ist also jetzt jede Menge Rost und ja, Dreck. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Das ist ein offener Schweller, kommt natürlich Dreck rein und Rost. Und man sieht das natürlich auch überall. Ne? Das sollte klar sein, dass das versiegelt werden muss und behandelt werden muss. Ja, ansonsten habt ihr von dem Schweller nicht mehr viel. Und ich will mal gerade behaupten, auch wenn es gut aussieht bei manchen, ja, es kommt immer mal wieder vor, dass man hier ins Leere greift. Und ratzfatz ist das so. Ja, das ist auch die einzige Stelle, die der Rost hat und Rost durch ist. Querlenker wird er auch noch bekommen, weil das ist so ein bisschen creepy im Moment, wird das ein bisschen eng an der Sache. Ihr seht hier, läuft der Reifen schön innen ab. Ja, das liegt daran, weil der halt arbeitet in der Achse, weil es da eben halt dementsprechend an der Stelle keine Haltung mehr hat, sage ich mal. Ja, dass der da eben halt hin und her schwenkt, das ist das Problem. Ja, das weiß ich. Sind wir bislang noch nicht so gekommen. Ich hoffe, dass wir da jetzt beide Autos irgendwie zusammenfrickeln, abwickeln können. Und dann ist das wieder Chico, weil der muss ja dieses Jahr auch wieder zum TÜV. Und dann geht das gleiche Spiel wieder los. Und bevor ich mir hier anfange, dass der TÜV-Prüfer rumprökelt und Löcher reinkloppt, da habe ich keine Lust drauf, dann mache ich das eben fertig. Und dann ist das im Grundprinzip schon mal wieder erledigt. Wie gesagt, neue Stopfen hier rein in die A-Säule ist wichtig, eben versiegeln. Muss gemacht werden, dass hier unten eben halt auch Versiegelung reinkommt in diese Stelle, weil hier ist ja auch schon angerostet. Das ist nicht so toll. Das muss erstmal abtrocknen. Ja, wir werden das sehen, wie das jetzt weitergeht in dem Sinne. So, jetzt habe ich schon wieder hier so viele Teile liegen. Ja, das ist halt so. Ölwechsel war auch fällig. Ja, wie ein Ölwechsel geht beim Polo 9N, das brauche ich euch ja nicht so zeigen. Ist alles gut. Pumpe läuft immer noch. Da ist alles im grünen Bereich und ihr seht einfach hier in dem Bereich ist soweit auch alles sauber. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ja, was da noch auf uns zukommt bei dem anderen, kann ich euch auch zeigen. Ist mir aufgefallen. Ja, der hat da also einen schönen Riss in der Scheibe. Seht ihr das? Da. Schönen Riss in der Scheibe. Ja, da muss eine neue Frontscheibe rein. Da geht das auch schon wieder los. Ja. Leute, da kommt noch auf uns zu eine ganze Menge und auch ja eben halt der Spritzwasserkasten ist sauber komplett von vorne bis hinten. Da ihr seht, dass da also nicht viel zugehört, das Ding auseinanderzubauen. Denke ich zu mir zumindest, dass sich das selbst erklärt. Aber ne, beim Zusammenbauen zeige ich euch das nochmal. So, weil ja jemand gesagt hat, die alten Kotflügel kann man ja lassen. Die kann man ja noch wieder aufbereiten beziehungsweise unten wieder anschweißen. Ja, das hier kann man bestimmt wieder anschweißen. Das ist nicht das Problem. Das kann ich mir auch selber bauen. Dazu brauche ich nicht irgendwie sonst irgendwas. Das Problem ist hier. Ne? Das Problem ist hier, die Befestigungslasche, die fehlt schon. Und dann rostet der hier oben schon weiter. Ne? So, bis da oben hin geht das aber nicht. Das geht maximal nur bis hier, der untere Teil. Und dann muss ich anfangen, hier rumzuspachteln. Wenn man den ganzen Kotflügel mal von außen betrachtet, ne, dann würde ich sagen, nee, das ist nicht meins, das geht nicht. Ja, da steckst du mehr Arbeit rein, als ein neuer kostet. Und ich sag mal, ja, guter Gebrauchter tut's auch, ne, sag ich mal, wenn man was Gutes kriegt. Und dann ist das eben so. Ja, so ist das. Und ich zeige euch das nochmal am zweiten Kotflügel. So, hier seht ihr das auch, genau dasselbe in grün. Ne? Also ist auch genauso gammelig. Geht bis oben hin und ja, ich kann ihn unten abschneiden. Hier ist die Lasche zwar noch da, ja, aber ist auch derbe angerostet und jetzt bis hier oben ist der halt angerostet bis zur Hälfte in den Radlauf rein. Naja, wegschmeißen würde ich die jetzt nicht, aber ich sag mal ganz ehrlich, ja, sind Originalkotflügel, ne? Man sieht es da an dem Zeichen. Da könnt ihr immer sehen, ob das Originale noch sind oder ob das jetzt schon neue sind, ob der einen Unfallschaden hatte oder sowas. Und ihr seht, hier ist auch so ein bisschen reingestrichen mit Unterbodenschutz. Ja, was man so über hatte beim Verkleben von irgendwelchen Sachen im Werk. Da schmeißt man dann einen Kotflügel, da sieht es keiner und hat noch ein bisschen Dämmschutz. Aber ich sag mal ganz ehrlich, hier fehlte einfach so ein bisschen der Rostschutz, sage ich mal, im Radlauf. Da bleibt der direkt drin hängen und dann habt ihr die Probleme. Ja, so sieht das nämlich aus. So, die lege ich nach draußen oder sonst wohin. Mal gucken, was ich damit mache. Ich weiß es noch nicht.
ob ich die noch behalte, weglege oder was weiß ich für einen, der noch schlechtere Kotflügel hat. Aber ja, wegschmeißen würde ich Originalteile nie. Man könnte jetzt sagen, ich behandle das, wenn das alles fertig ist, und dann lege ich mir die irgendwo hin. Vielleicht kann ich die ja nochmal gebrauchen, weil originale Kotflügel sind demnächst schwer zu kriegen. Also das wird weniger, Leute, das wird weniger. So Leute, hier ist ja wieder der Fall der Fälle, den man eigentlich nicht so haben will. Hier seht ihr das, ich habe die losgenommen und dann da, ne? Das kommt beim Pollenfilter raus, beziehungsweise Innenraumfilter. Da sieht man wieder, dass hier Wartung schon lange nicht mehr stattgefunden hat. Da oben, da kommt's raus, ne? Ist schon geil. Ist schon geil. Ist schon richtig geil hier. Das läuft. Ich will mal wissen, wie alt er ist. Ich schätze, das ist noch der erste, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ich denke nicht, ne? Ich hoffe zumindest nicht. Ja, wir wollen mal gucken. Auf jeden Fall VW AG steht noch drauf. 2005, da seht ihr es. Ja gut, der ist... ja, aber wenn ihr sowas habt, ne, und da atmet ihr durch, findet ihr das witzig? Also ich nicht. Also ich garantiert nicht. So, gleich mal hier im Anschluss hier den Rauchtest machen, und man sieht, da qualmt schon wieder aus dem Luftfilter raus. Das ist doch auch nicht normal. Das ist nicht richtig. Hier qualmt auch irgendwas. Irgendwie, irgendwo. Ja, man sieht es aber noch nicht, ne? Irgendwo hat er eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt, hat er mir per Federspeicher mitgeteilt. Deswegen läuft er auch so ein bisschen komisch, wenn man den anlässt im kalten Zustand. Also hier stimmt schon mal was nicht. Hier ist irgendwas faul. Da gucken wir uns mal an. Ja, das sind dann so die letzten Arbeiten hier. Ne? Ihr seht, da raucht's raus. Ganz deutlich. Und wenn das hier rausraucht, das darf ja auch nicht. Das ist ja nicht richtig. Das stimmt mal nicht. Also, läuft gut. Bis jetzt zumindest. Ich bin zufrieden. Ja, alles sauber soweit. Ne? Hier hangen wohl mal ein Feuerlöscher drin. Ne? Haben Omis halt mal so, ne, den Drang nach Feuerlöschern. Weiß auch nicht warum. Hier war auch mal einer bei. Keine Ahnung, das richte ich gleich auch noch weg, damit das schöner aussieht. Ja. Ansonsten sieht das Ding eigentlich wieder top aus, ne? Nach so einer Wäsche. Oder was sagst du, Tobi? Sagst du dazu? Sieht das gut aus? Ja, Tobi begutachtet und sagt sich, kann wohl sein. So, und Kofferraum, ne? Kofferraum sieht auch wieder alles schicko aus. Da hinten ein neuer Stopfen drin, der war nämlich fast weg. Weiß ich nicht warum. Tja, im Endeffekt. Ne? Und wenn ihr euch was Gutes tun wollt, macht ihr diese Stopfen da aus der Heckklappe raus hier, ne? Dann läuft das Wasser auch ab. Bei unserem war das nämlich das Problem, das war alles voll mit Wasser. Ja, ansonsten, ne? Wie gesagt, sieht auch wieder gut aus, der Schlitten, oder? Schöne neue Dachantenne drauf, ne? Das kann man auch nicht meckern. Ja, kann man doch keine... Hier die Kratzer, ne? Das ist halt so. Das ist Schönheit, kann man sagen. Aber neue Rückbank drin, ne? Ja, die ist jetzt nicht super, aber... Ne? Für ein Schrottplatzding ist das gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, die andere Rückbank hat nicht gepasst, die wir dabei gekriegt haben. Ja, das muss ich hier auch noch ein bisschen wegmachen. Ist auch noch ein bisschen Dreck dran. Ja, ansonsten kann der rausgehen, ne? Mit TÜV. Ja, zum TÜV muss ich noch. Dann geht der nächste Woche zum TÜV und dann, ja, soll das wohl erledigt sein, das Thema. Und ich sag mal so, gar nicht so übel die Kiste. Ne? Ja, für 98.000 Kilometer, ne? Sieht ja doch wieder recht gut aus. Ich habe gerade noch getankt, damit ich dann auch beim TÜV keine Probleme kriege, dass dann in irgendeiner Form und Weise hier, keine Ahnung, irgendwas faul wird oder so. Ja, und ihr kennt das Auto, wie es vorher ausgesehen hat, so wie es jetzt aussieht, ne? Schön Schweller gemacht, ne? Also, das kann man doch machen, so. Das geht doch, ne? Das ist so eine Reparatur, wo man sagt, jo, das sieht gut aus. Ja, ganz einfach. Von unserem Polo die Kotflügel hier drauf gesteckt und fertig. So einfach ist das. Jo. Und ansonsten, motorraummäßig lasse ich alles so. Ich mache das nicht sauber.
Das kommt bei mir nicht in Frage, weil aus dem einfachen Grunde, weil wenn ich hier rumfusche und irgendwas sauber mache, dann sieht das so aus, als wenn ich was zu verstecken hätte. Und das habe ich nicht. Und ich bin damit gefahren. Hier ist alles trocken, also hier steht auch kein Kühlmittel oder so. Ja, das funktioniert alles, das läuft. Ja, ich würde mal sagen, ja, fürs Erste, ja, gar nicht so schlecht. Lassen erstmal so laufen und dann mal gucken, was da noch kommt oder nicht kommt. Weiß ich auch nicht. Service ist ja gemacht und Serviceheft mache ich noch fertig für das Auto. Ja, und ansonsten zumindest das, was ich weiß, ne? Was hier halt draufsteht, ne? Ölwechsel, ne, 1,24 in 8,20 hat er ja die Steuerkette gekriegt. Dann gehe ich mal davon aus, dass da noch wieder Service gemacht wurde. Ja, 1,24, 1,23, ja, 1,23 letzter Service, 1,24 fällig gewesen. Ja, haben wir doch alles im regelrechten Sinne noch fristgerecht erledigt. Ja, würde ich sagen, ne? Ich lasse das mal einfach so. Und hier ist ja auch kein Rost und so. Nichts, gar nichts. Also, ist schon nicht schlecht. Neue Frontscheibe drin, ne? Neue Frontscheibe drin. Ja, was will man noch mehr? Läuft doch. Ist doch super. Ja, so kann man das lassen. Ah, so, Freunde. So, Polo 9N. Es geht dem Ende zu. Ich bin da eben mal zum TÜV gefahren, ne, um halt mal zu checken, ja, was, wo finden wir uns da wieder? Gibt es da irgendwelche Probleme oder nicht? Aber ich muss sagen, er hätte es fast geschafft. Und warum hat das nicht geschafft? Weil er die Abgasuntersuchung nicht bestanden hat. Der hält weder den Drehzahlbereich im erhöhten Leerlauf noch den Leerlauf. Und dann passt natürlich auch die Regelkreisprüfung nicht. Und dann kriegt man das nicht hin. Wir haben es versucht hinzukriegen. Warum das so ist, müssen wir jetzt natürlich noch rausfinden. Ist klar. Aber ansonsten hat er wirklich nur den Hinweis für die Schwingungsdämpfer hinten, den, ich sag mal, den Schutz drum zu, dass der halt abgefallen ist. Aber das ist ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Das kann man so durchgehen lassen. Das sollte eigentlich gehen. Bis 27.04. haben wir jetzt Zeit, den Mangel zu finden. Und ich gehe mal davon aus, dass es irgend so ein Problem ist. Irgend so ein Problem wird sein. Ich weiß noch nicht welches, aber das ist mir beim Fahren schon aufgefallen, dass er eben halt im Stand mit der Drehzahl ganz schön gespielt hat. Ja, lange rumstehen, kurze Kilometerstände sind nicht immer unbedingt das Beste. Das kann man nicht immer sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich das Problem löse. Und dann würde ich sagen, schließen wir erstmal die Geschichte ab, wie wir es hier gemacht haben und was wir gemacht haben. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ich würde mich drüber freuen. Und ich würde sagen, bis dahin, Freunde. Macht's gut, euer Frankie und Tobi. Tschö!